Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es sozusagen das Geburtstagsupdate zu Profit Wallet. Profit Wallet ist jetzt genau heute zum 1. April 2023 ein Jahr alt, wurde somit am 1. April 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und ist in dieser Zeit stark gewachsen. Ich möchte euch heute in diesem Video noch mal ein paar Zahlen geben. Am Anfang werden wir uns einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Video anschauen, das quasi das Geburtstagsupdate von den beiden Foundern ist und ich euch noch mal zeigen möchte, wofür steht Profit Wallet eigentlich. Und abschließend möchte ich noch mal auf den Teamaufbau bzw. auf die Investition und die wachsenden Erträge eingehen. Also wir starten jetzt hier mit einem kurzen Blick in das Geburtstagsvideo, um nochmal reinzuhören, wofür eigentlich Profit Wallet, die beiden Gründer und die ganze Community steht. Ich glaube auch, das war eins also rückblickend jetzt auch, das war eins der schwierigsten Punkte, muss man sagen. Unsere Vision, die Idee von, warum macht man das, warum macht es Sinn, auch zu transportieren, auch mit rauszubringen, dass jeder versteht, okay, das ist nichts was für, ich gehe heute irgendwo rein, bleib einen Monat irgendwo drin und gehe dann wieder raus, sondern dieses, Mensch, da ist eine Idee, da ist eine Vision, da gibt es Langfristigkeit. Ich habe eine Idee, hier mir was aufzubauen. Und ich glaube, das muss man sagen, das war wirklich gigantisch in diesen 12 Monaten. Da können wir auch sagen, danke an all die Teams, an all die Menschen draußen, die an uns geglaubt haben, ans Projekt geglaubt haben und auch glauben. Und weiterhin glauben. Ja, klar, so wie wir. Also wir sind, glaube ich, von morgens bis abends glauben wir dran. Und ihr werdet hören, was wir noch alles vorhaben, was alles noch so passiert. Also verrückt, ja. Ja. Genau, Profit Wallet steht definitiv für Langfristigkeit, für den Community-Gedanken und der Investor steht immer an erster Stelle bei allen Entscheidungen, die sie treffen. Und das sind aus meiner Sicht die wesentlichsten Punkte, die ich bei einem langfristigen Investment sehen möchte und genau die erfüllt Profit Wallet hier alle in diesem Fall. Und um euch jetzt nur mal ein paar Zahlen zu geben, wie das letzte Jahr jetzt verlaufen ist. Wie gesagt, wir sind jetzt genau 365 Tage alt zu dem Zeitpunkt heute zum 1. April. Und es gab eine durchschnittliche Rendite von 0,17% pro Tag, was ungefähr einem Durchschnitt von 5% pro Monat entspricht. Heißt, man hätte sein Kapital langfristig durch das Anlegen in Profit Wallet mit mehr als 50% und 60% Rendite hier erwirtschaftet. Ich selbst bin ja beispielsweise auf halbem Weg eingestiegen, wenn man es denn so will. Zum 22. Oktober habe ich meinen ersten täglichen Ertrag bekommen. Einen Tag zuvor habe ich meine erste Investition getätigt. Und wie das jetzt ausschaut für mich aktuell, da schauen wir direkt mal rein. Ich bin jetzt bei einer Account Balance von 1909 US-Dollar. Das Ganze wird in den nächsten Tagen auch noch aufgestockt. Also ihr werdet das im nächsten Update sehen. Ich habe im letzten Video gesagt, ich werde das Ganze jetzt hier ernster nehmen, vor allem was den Teamaufbau angeht, damit die letzten 6 Monate jetzt bewiesen haben, dass ich letztendlich hundertprozentiges Vertrauen in die beiden Gründer habe, in das ganze Projekt, wie es aufgebaut ist. Denn um es vielleicht nochmal grundsätzlich zu erwähnen, was ist Profit Wallet eigentlich? Im Grunde ist es ein Krypto-ETF, in den man investiert. Wir haben 50 bis 55 Projekte, die sich gegenseitig abdecken. Sollten mal 2, 3 Projekte schiefgehen, gibt es immer noch 45, 50 andere Projekte, die den Ausfall eines Projekts, weil hier potenziell eine schlechte Entscheidung getroffen wurde oder wir wissen, im Kryptomarkt kann alles passieren, dann kann der Ausfall dieser Investition durch alle anderen Projekte aus den verschiedensten Bereichen im Kryptomarkt abgedeckt werden. Hierfür nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Allokation, da ich im letzten Video tatsächlich eine veraltete Grafik verwendet habe. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass über 50% der Investitionen aktuell im DeFi und NFT-Markt liegen. Das ist im Grunde das, was ich hier täglich auf meinem Kanal zeige, wo ich persönlich auch das größte Potenzial mittel- und langfristig sehe. Zusätzlich ist hier noch ein Bereich in Höhe von 3% von Seed-Investments dazugekommen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was das genau ist. Und zwar Seed-Investments sind in der frühesten Phase eines Projektes. Das ist in der Regel nur für Venture-Capital-Unternehmen bzw. für Investoren mit dem größeren Kapital, das hier in Profit Wallet durch das Volumen der Community ermöglicht wird. Und diese investieren eben so früh wie möglich. Und bekanntlich, je früher man in Projekte reingeht, desto mehr Ertrag ist langfristig dann auch möglich. Und die weiteren 25%, was die Investitionen angeht, befinden sich aktuell im Play-to-Earn-Markt, als auch in physischen Mining-Geräten und 20% sind weiterhin als circa ein Fünftel des Portfolios in Liquidität, um zum einen natürlich die Auszahlungen zu gewährleisten, dass diese zu jeder Zeit durchgeführt werden können
falls mal jemand sein Kapital rausziehen möchte oder natürlich seine monatlichen Erträge für andere Dinge verwenden möchte. Und natürlich als zweiten Punkt, falls es kurzfristig Möglichkeiten auf dem Markt gibt, in die Sie investieren wollen, dann wird sich auch von dieser Liquidität bedient. Was ich jetzt aber beispielsweise in den letzten 6 Monaten ganz klar beobachtet habe, ist, dass diese Liquidität immer zwischen 15% und 20% mindestens ist, um eben allen Faktoren hier gerecht zu werden, sowohl den Auszahlungen als auch liquide zu sein, falls es Möglichkeiten auf dem Markt gibt. Und um das für den einen oder anderen jetzt vielleicht nochmal greifbarer zu machen, hier nochmal der Hinweis. Versucht zumindest einen Call in der Woche zu verfolgen. Ich war jetzt beispielsweise Donnerstagabend bei Frank im Kryptoalarm. Das ist sein Format, das er jeden Donnerstag mit den beiden Gründern hier, Christian und Alexander. In der Regel ist immer mindestens einer in diesen Calls mit dabei. Und ich persönlich habe mein Vertrauen zu dem Projekt eben auch über diese Calls gewonnen. Natürlich auch unter anderem über direkte Gespräche mit einem der beiden Gründer. Am Anfang war es bei mir Alexander. Dann waren sie beispielsweise mal bei uns auf dem Discord. Und wir haben eine circa einstündige Fragerunde gemacht, die man auf meinem YouTube-Kanal auch findet. Und je länger man sich eben mit den Personen unterhält und je mehr man zuhört, was sie vorhaben, wie sie bestimmte Dinge angehen, und dann bekommt man hier den besten Eindruck, was wirklich im Hintergrund passiert. Ich werde diese Informationen bzw. ich teile sie aktuell auch schon immer auf unserem Discord bzw. in der jetzt speziell für Profit Wallet erstellten Telegram-Gruppe. Wer daran interessiert ist, schreibt mich einfach direkt an. Ihr findet mein Telegram, mein Twitter als auch mein Discord-Link unten in der Videobeschreibung. Und um jetzt nochmal kurz auf die täglichen Erträge zurückzuspringen, bei mir sind das jetzt aktuell rund 6,50 Dollar. Das Ganze wird in Zukunft ansteigen. Zum einen dadurch, dass ich natürlich nachlegen werde, was meine Investition angeht, und unter anderem auch dadurch, dass ich ein Team aufbauen möchte. Und ich habe es in meinem letzten Video schon angekündigt. Jeder, der sich aktiv bemüht, Marketing macht, weil er selbst vom Projekt natürlich überzeugt ist, wird davon auch langfristig profitieren. Um euch dahingehend jetzt mal ein paar Beispiele zu geben. Und zwar, einer aus der Community hat sich eine eigene Homepage erstellt und dann habe ich ihn gefragt, ob er irgendwie in der Branche tätig ist, also ob er das kann. Dann sagt er, nee, das ist seine erste Homepage, die er erstellt hat. Und er hat da jetzt einfach Zeit und Arbeit reingesteckt, was definitiv notwendig ist, um sich dann letztendlich auch ein Team aufzubauen. Und wenn wir hier mal durchscrollen, dann sieht man hier alles sehr, sehr schön beschrieben. Und man kann dann hier durch einen Klick, nachdem man sich alle Informationen durchgelesen hat, direkt zu Profit Wallet rüberspringen, indem man hier auf seinen Link klickt, dann wird man zu Telegram, zum Bot weitergeleitet, bekommt dann quasi die Übersicht, die ihr jetzt gerade hier bei mir gesehen habt, und dann kann man darüber seine erste Einzahlung in Bitcoin tätigen und wird ab dem Folgetag dann mit der aktuell täglichen Rendite von 0,1% verdienen. Und was ich beispielsweise mache, ich werde Artikel verfassen für euch, die ihr dann kopieren könnt mit euren eigenen Ergebnissen auf meinem Medium-Account, unter anderem in Zukunft auch auf anderen Plattformen. Hier ist beispielsweise schon der nächste Artikel, den ich im Laufe dieses Wochenende fertig mache. Ich bin aus zeitlichen Gründen jetzt nicht dazugekommen. Aber es gehört natürlich immer Arbeit dazu und man muss Zeit reinstecken, anders wird das nichts. Und ich möchte natürlich die Leute belohnen, die in meinem Team sind, hier aktiv Zeit und Arbeit reinstecken, um anderen Leuten vom Profit Wallet zu erzählen. Deswegen wird der Link in der Videobeschreibung euch heute auch auf die Homepage führen. Und es würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere natürlich für Profit Wallet interessiert, dass ihr ihm hier die Credits dafür gebt und über seinen Link in das Projekt einsteigt. Zusätzlich haben wir beispielsweise noch eine kleine, ich will es mal Twitter-Kampagne nennen, indem wir quasi unseren täglichen Fortschritt teilen. Bei mir ist das beispielsweise hier Tag 9, teilen dann quasi immer unsere Account-Balance, wie viel wir an dem Tag verdient haben. Die täglichen Erträge, die ihr hier seht, schwanken natürlich. Es kann nämlich immer nur so viel ausgeschüttet werden, wie durch die Investments des Krypto-ETFs von Profit Wallet erwirtschaftet wird. Das kann auch mal potenziell 2 bis 3 Wochen auf Null sein, sollten wirklich keine Erträge generiert worden sein. Das hat jetzt allerdings im ganzen letzten Jahr, in den ganzen 365 Tagen, seit es Profit Wallet gibt, nie stattgefunden. Und ich denke, die Upside ist viel, viel größer als die Downside hier. Da sie es geschafft haben, in den letzten 365 Tagen, in der schlimmsten Zeit des Bärenmarktes, so wollen wir es mal nennen, einen Ertrag von täglich durchschnittlich 0,17% zu erwirtschaften, monatlich 5%. Und das langfristige Ziel, das sie von Anfang an für sich persönlich und für die Community ausgegeben haben, sind ungefähr 10% pro Monat. Und das ist das, womit wir potenziell in einem zukünftigen Krypto-Bullrun, denke ich, auch rechnen können. Wenn das alles jetzt dein Interesse geweckt hat, schreib mich entweder persönlich an oder schau dir einfach mal die Links in der Videobeschreibung an. Ich werde dort alles, was ich jetzt hier heute im Video gezeigt habe, auch verlinken. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein Like da lässt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.